So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Oh yeah, letztes Mal sind wir hier in diesen mysteriösen Wald gegangen. Wollen wir mal schauen, was hier so abgeht. Dort haben wir gestoppt und ich bin übrigens frisch geheilt wieder, nur mal so nebenbei. Und ich wusste, dass es nicht klug ist, nicht weiterzugehen. Tada, hey, da überrascht. Es geht so relativ gesehen eher weniger, aber ich muss sagen, ein kleiner Effekt war da, liebe Fami. Und deswegen wollen wir jetzt einen ehrenvollen Kampf liefern. Bei so einem Auftritt würde ich schon fast vermuten, dass du ein Krypto-Pokémon bei dir trägst. Aber gut, die letzten haben es jetzt auch nicht unbedingt getan, also... Nee, bleibt es abzuwarten, ob das nun der Fall sein wird. Tyrokrok und Schneckmark. Wie wäre es denn, wenn ihr beide... Ah, Fährte war es, okay. Ich dachte schon, da ist tatsächlich ein Krypto-Pokémon dabei. Aber, wie gesagt, hätte mich doch irgendwie schon so ein bisschen gewundert. Die Kosmikkraft erhöht deine Verteidigungswerte. Moment, du bist schneller? Okay, Level 35, aber trotzdem, Popanz ist jetzt nicht gerade für seine unendliche Geschwindigkeit bekannt. Gut, bei Schneckmark wundere ich mich nicht, es ist eine Schnecke. Die ist nicht wirklich dazu prädestiniert, schnell zu sein und Gedankengut. Oh, ich sehe schon eure Taktik. Erstmal boosten und dann sweepen. Die Frage ist nur, ob ihr dazu kommen werdet. Ich bezweifle es ganz stark, denn... Oh, guck mal, der Flammenwurf reicht sogar schon aus. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, der nächste Surferangriff wird dann nach dem Flammenwurf den Rest erledigen. Aber der Flammenwurf selbst ist sogar schon gereicht. Oh, ein Kirlia. Wie kommen so böse Leute wie ihr zu solchen unschuldigen Pokémon? So, dann haben wir Kosmikkraft. Bevor ich hier ein bisschen zu unendliche Buße greife ich mal mit beiden lieber Pupans an. Denn ich möchte ungern irgendeine Bodenattacke abbekommen für mein armes kleines Schneckmack. Kirlia sollte mir... Oh, so ein Critical Hit. Nice one. Und wieder geht der Flammenwurf. Auf ein anderes Ziel. Nee, der Surfer war es ja, hat eben, der nicht mehr getroffen hat. Wenn man Gedanken gut, also, sind wir bei einem Thema. Einfach nur boosten und nicht angreifen. Ob das so eine kluge Entscheidung ist? Ich wage es sogar ganz stark anzuzweifeln. Ja, da, der Flammenwurf macht trotz Gedankengut immer noch ziemlich gut Schaden. Und wie es zu uns zurückhüpft, ja, ja. Es tanzt halt Ballett, nicht wahr? Genau das ist der Sound, den Tyrokrok macht beim Angriff. So, Kirlia, ein Knick bitte. Yay. Und da geht es down. Wie schön. Tja, fein verloren, das überrascht mich. Das sollte es aber nicht. Ganz viel Money gemacht. So unendlich viel Money. Money, Money, das Jüngelchen ist stark. Erstaunlich stark sogar. Das ist netter, warum nennst du mich Jüngelchen? Wir haben keinen Schaden davon getragen. Weil sie sich die ganze Zeit geboostet haben. Ah, Cosma, Sophos ist in Schwierigkeiten. Was sollen wir nur tun? Natürlich, Sophos ist ein legendärer Trainer, aber kämpfen in dem Alter, das ist doch Wahnsinn. Ach komm, das geht schon. Und zur Not helfe ich gerne. Du, wer bist du? Was hast du hier zu suchen, Mann? Tut mir schrecklich leid, aber das kann ich dir nicht sagen. Und auch wenn du ein alter Sack bist, Störenfriede kann ich hier leider nicht dulden. Störenfried, du bist ja doch der Fohl der Störenfried und ich bin hier, um Kerle wie dich zu vertreiben. Oh, 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 in deinem Alter sollte man sich nicht überanstrengen, Großväterchen. Was? Macht ihr nicht über mich lustig? Früher kannte man mich als den stärksten Trainer weit und breit. Und nicht nur das, ich habe immer noch ein starkes Pokémon. Das erste Pokémon, das ich bekommen habe und mit dem ich seit damals ununterbrochen zusammen bin. Los, Pikachu, endlich wieder ein Kampf, zeigen wir es ihm. Wenn er jetzt verliert, wäre das ganz schön schwach, weil die Kryptoknechte nicht gerade stark sind. Capoeira, Level 38. Oh, sogar ein Einzelkampf. Level 50, da hat man nicht mal ein Level. Aber da geht noch mehr, wenn du schon seit deinem Dasein quasi mit ihm zusammenreißt. Ob der komplette Kampf geskriptet ist, wahrscheinlich schon, oder? Bestimmt ist er das. Tja, und nun? Mach doch mal eine vernünftige Attacke hier, was ist das denn? Mach doch mal eine Elektroattacke. Sophos, ich bin schwerst enttäuscht. Sehr, sehr schwer enttäuscht. Du sollst ein starker Trainer gewesen sein, befließt dein Pikachu ruckzuckieb, obwohl irgendeine Attacke halt, Donnerblitz, Donnerschock, meinetwegen, irgendwas wesentlich besser gewesen wäre. Ach ja. Sophos, Sophos, Sophos. Ich hab's doch gleich gesagt, alte Leute sollten nicht übertreiben. Großvater, Pikachu. Bibika. Wie konntest du es wagen? Das wirst du büßen. Oh, sieht so aus, als gäbe jetzt eigentliche Gegner. Gut so, greif an. Ach, komm schon. Ich zeig euch jetzt mal, wie das richtig geht hier. Na, benutzt du auch mehr Pokémon oder dann Capoeira? Nein, du benutzt direkt am Anfang sogar erstmal andere Pokémon. Aber wir haben schon gesehen, dass Capoeira war ein Krypto-Pokémon. Das heißt, ihr wisst Bescheid, welches Mon wir fangen werden.
Erstmal ein wunderschöner Surfer. Ist immer wieder schön, ein Gesteins-Pokémon vom Zweityp Boden mit einem Surfer anzugreifen. Oder Bodentyp vom Zweityp Stein. Das wäre zum Beispiel, na, hier, Dingens, na, Rihorn, Rizoros und so weiter. Tschüss, Kleinstein erst einmal. Jawohl, oh mein Gott, es wurde besiegt mit einem Schlag. Die Lippen da gerade. Wunderbar. Das macht auf Perl natürlich nicht so viel Schaden. Der Flammenwurf macht auch nicht so viel Schaden, ist mir schon klar. Aber ich glaube trotzdem, dass der Flammenwurf mehr Schaden macht als der Kryptoschlag. Da wir ja schon gemerkt haben, dass der Kryptoschlag eine physische Attacke ist. Und der physische Angriff von Schneckmark wesentlich schlechter ist, vor allem jetzt nach einem Bedroher. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der Flammenwurf mehr Schaden macht. Nicht viel, aber mehr. Oh, wenn wir überhaupt noch dazu kommen, jetzt diese Attacke zu benutzen. Oh, Critical Hits, wie schön. Nett, danke. Nicht. Idiot. Und Schneckmark geht down. Na gut. Dann müssen wir wohl zu härteren Mitteln greifen. Ich benutze Vati. Für das Perlu. Du bist Level 38, also das Capoeira wird schon einiges aushalten. Dessen bin ich mir sicher. Aber wir wollen erstmal die anderen Pokémon aus dem Weg räumen. Damit sie da nicht mehr nerven können. Surfer zum Gruße. Wie putzig der Schaden doch war. So, jetzt der Donner-Schock-Vati. Vati ist schon befreit, obwohl wir mit dem so gut wie gar nicht gekämpft haben. Das ist lustig. Aber es überlebt sogar. Ja, aber das war klar. Hab ich schon fast vermutet. Das ist ja da auf seinem Critical-Hit-Niveau. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Aber wir greifen mal mit beiden jetzt Capoeira an. Und jetzt ist ja noch ein Dreifach-Kick. Autsch. 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 Da seht ihr mal, was der Zufallswert. Haha, Statik. Sehr schön. Dieser böse Zufallswert. Ich hoffe mal, Perlu ist jetzt besiegt. Sollte aber. Könnte knapp werden, aber ich denke mal, das reicht. Jawohl, Naturlumor reicht das. Armes Perlu geht einfach so down. Ist so, ey, geht echt down einfach. Das macht jetzt auch nicht ganz so viel Schaden, aber immerhin ein bisschen. Jedes kleine bisschen Schaden ist gut. So, ich habe ein bisschen Angst tatsächlich vor dem Isso. Ist so, aber das wird schon. Kriegen wir hin. Du, das ist überhaupt kein Ding. Haben wir das Capoeira nach und nach schwächen können. Das kriegt ja auch noch ein bisschen Schaden, dadurch, das ist so. Aber gleich kommt ein Spiegelcape oder so. Und das wäre dann ziemlich blöd für uns. Bitte nicht auf Vati. Au. Das tat voll weh, Mann. Der ist echt nicht sehr höflich. Nein, Vati. Ah. Steh aufrecht. Mal gucken, wie weit Hubbelhupf mittlerweile ist. Ja, ist noch nicht ganz befreit. Aber auch schon ziemlich weit. Spiegelcape, jupp, das habe ich mir schon fast gedacht. Bam. Aua. That hurts a lot. So, dann benutzen wir das nochmal. Ich würde sagen... Oh, Schlafbrot auf Isso. Das nervt mich nämlich ein bisschen, das kleine Wesen. Flop. Also, du darfst pennen gehen. Das ist bestimmt gar kein Unterschied, die Augen sind ja sowieso zu. Ja, es bewegt sich genauso wie vorher, sogar genauso schnell. Und ein weiterer Surfer! Buja! Nach und nach wird Capoeira immer weiter geschwächt. Also, sobald es im roten Bereich ist, werde ich zuschlagen. Haha, Paralyse! So, ein Surfer noch. Und dann greifen wir das Isso mal mit einem Kryptoschlag an. So. Jawohl, ja, Isso, nimm das! Am besten noch eine Runde schlafen, sowieso. Also, ist ja, ne? Gang und gäbe, logischerweise. Und dann können wir es ohne große Umstände besiegen. Netterweise. Capoeira hat ja auch keine Lust, was zu tun. Natürlich ist es direkt aufgewacht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es einfach mal geschlafen hätte. Tschüss, Tyrakrok. Mann, 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 der macht mir ganz schön Probleme hier gerade, der Typ. So, Nachtara. It's time. Wie groß Capoeira einfach ist, sieht man da gerade mal, nicht wahr? So, du besiegst Isso und du benutzt einen Ball. Also, beziehungsweise ich nutze über deinen Inventar einen Ball. Und zwar einen Pokéball, um Capoeira einzufangen.
Ja, viel schön wäre das, wenn ich da jetzt Erfahrungspunkte dafür kriegen würde. Ah, so Capoeira auf Level 38 würde bestimmt nicht gerade wenig bringen. Und blop, 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 blop. Du bist im... In letzter Zeit klappt das aber wirklich fantastisch mit dem Fangen. Tja, und schon hat er ein Pokémon verloren. Und wir können Biss benutzen. Bam. Sehr schön. Ich glaube, Capoeira benutze ich auch. Also nehme ich mal ins Team auf. Brom. Oh Mann. Tja, und jetzt? Ich hätte besser den Mund gehalten. Das ist wohl wahr. Ich sollte Celebi fangen und das Sanctuarium zerstören, aber da kann man wohl nichts machen. Jetzt muss ich mich wohl rasch zum Duellberg aufmachen und Drakim die ganze Sache berichten. Dann viel Spaß, du hast übrigens einen Aktenordner verloren. Großvater, wie geht es dir? Mir geht es gut. Viel mehr Sorgen mache ich mir um meinen Pikachu. Pipika. Du, alles in Ordnung? Ja, wirklich, du hast großartig gekämpft. Nur ich habe blöderweise immer Ruckzucki befohlen und das war ziemlich blöd. Du hättest gewonnen, wenn der Gegner normale Pokémon eingesetzt hätte oder wenn ich klügere Attacken benutzt hätte. Das war also ein Krypto-Pokémon, hm? Cosma und Chris, richtig? Danke, dass ihr mir geholfen habt. Gehen wir nach Hause. Hey, da liegt eine Akte. Nein! YOLO. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. So einen Unsinn machst du mir nicht noch einmal. Tut mir leid, Liebling, aber die Sache konnte ich den Kerl unmöglich durchgehen lassen. Hier war Pikachu auch noch wesentlich dicker und niedlicher. Die Kerle haben doch davon geredet, dass sie Celebi fangen und das Sanctuarium zerstören wollen, nicht wahr? Aber warum nur? Gibt es etwa einen Zusammenhang zwischen Celebi und den Krypto-Pokémon? Aber Großvater, eigentlich sind wir hierher gekommen, weil ich dachte, du weißt etwas vielleicht, irgendwie, keine Ahnung. Tut mir wirklich leid. Aber Moment mal, YOLO, wir haben doch etwa die Steintafel, auf der etwas über das Sanctuarium geschrieben steht, oder? Ja, natürlich haben wir die noch so vor, aber wo habe ich sie nur hingeräumt? Ich glaube, sie ist irgendwo im Obergeschoss, aber es könnte eine Weile dauern, bis ich sie finde. Ja, das macht die Olle schon. Während sie suchen, könnt ihr versuchen, weitere Informationen über Celebi zu sammeln. Neben dem Itemshop unter Bügel wohnt ein ehemaliger Trainer mit Namen Grampa. Grampa weiß so ziemlich alles, was es über Celebi zu wissen gibt, wenn er sich nur daran erinnert. Pika, pika. Oh yeah! Noch irgendwas Interessantes zu sagen? Irgendwas? Neben dem Itemshop wohnt ein Typ namens Grampa. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Typen namens Grampa neben dem Itemshop. Und schauen mal, was es da so alles für uns an Informationen gibt. Wo war der Itemshop jetzt vor allen Dingen nochmal? Das ist die viel wichtigere Frage. Und ich wollte mich auch noch in der Stadt umgucken, aber ich möchte das eine gewisse Sache auslösen, bevor ich das tue. Vor allem mich erstmal meine Pokémon heilen. Das ist noch offen hier. Das ist noch offen. Heil doch mal bitte meine Monster. Yay, ich nehme deine Pokémon. Moment, den Obhut. Ey, das ist voll nett. Und da hängt ein Flemmi an der Wand. Das ist ja auch voll schön, ey. Ah, komm jederzeit wieder vorbei. Natürlich, wo war jetzt der Itemshop? Das ist trotzdem noch die berechtigste Frage gerade im Moment. Ich hoffe einfach ein bisschen um. Irgendwann werden wir schon über den Itemshop stolpern. So weit abseits wird er wohl eher, ja, wo Gott sagen. Wird er wohl nicht sein. Die hat den Hut von Serena auf. Jedenfalls sah er gerade so aus. Das ist ja abgefahren. So, was haben wir hier so Schönes? Falls überhaupt irgendetwas. Nein, nur ein Rentner mit seinem treuen Schwalbini. Schwalbini. Gut, dann gehen wir halt hier lang. Meine Güte, im Besten wird schon irgendetwas sein. Ah, da ist der Itemshop. Neben dem Itemshop. Hast du damit gemeint? Wir gehen einfach mal rein. Vielleicht ist ja gemeint, dass er hier drin wohnt. Aber das sieht mir nicht so aus. Vielleicht hier unten. Das hier neben den Itemshop gemeint. Kann auch sein. Maybe. Du siehst wichtig aus. Hi. Wegen Grampa, so, er möchte meinen Großvater sprechen. Ich hoffe, nur kann ich Bild erzählen, bis sie leider seine Recht vergessen. Ja, okay, super. Hi. Oh, du bist doch Flemmi von Sophos. Nein, wer bist du doch? Flemmi, was? Ihr wollt mir etwas über Celebi erfahren? Kein Problem, alles unter Kontrolle. So etwas Wichtiges vergisst man schließlich nicht, oder? Also, zunächst sollte ich euch wohl ein wenig vom Sanctuarium im Heiligen Wald erzählen. Der Überlieferung zufolge wohnt dem Sanctuarium meine uralte Macht in der Celebis Macht der Zeitreise. Und diese Macht, so heißt es, erweckt die schönste und glücklichste Erinnerung der Pokémon. Diese Kraft auch mir in die Erinnerung meiner Jugend zurückbringen kann. Oh, oh. Willst du mehr hören? Klar.
Um Celebi zu treffen, braucht man ein Instrument, die Zeitflöte. Man braucht nur die Zeitflöte, um Celebi im Heiligen Wald zu rufen. Celebi ist in der Lage, die Dunkelheit aus dem Herzen eines Pokémon zu vertreiben. Hm, und wo kriege ich die? Achso, nein, jetzt labert er gleich nochmal. Die Zeitflöte, wo kriege ich das jetzt schon wieder her? Ich glaube, wir gehen trotzdem erstmal in den... Schnauze, Mann! Nein, ich will nicht mehr hören. Oh, sagst du noch irgendwas? Wohin? Und Celebi kann mir groß weiter noch gut erinnern. Vielleicht sollten wir uns doch einfach jetzt erstmal in der Stadt umgucken. Ich hatte jetzt nicht in Erinnerung, dass ich da noch was kriege. Was hat er denn mal gesagt? Also, gerade Blut und Wallung. Oh, ich muss vorsichtig sein, mein Blutdruck steigt schon wieder an. Dann muss er echt vorsichtig sein, sonst gibst du noch Alterchen. Ne? Was haben wir denn hier? Gib mir mal ein paar Tränke. So. Schon wieder viel zu teuer alles hier. Kling. So. Genug Geld ausgegeben hier. Schon wieder alles weg. Naja, nicht wirklich. Wir haben noch viel. Hey du, kennst du die Duellbug? Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Bei Trainern gehört das zur Allgemeinbildung. Und du? Unsere Gäste waren keine Touristen, sondern Verbrecher. Wenn unser Dorf durch solche Krise bekannt wird, dann haben wir wirklich ein Problem. Ah, das wird schon nicht. Mach dir keine Sorgen. Nein, kann ich nicht. Am Duellberg kannst du gegen 100 fantastische Trainer hintereinander kämpfen. Wenn du im Duellberg trainierst, werden sich deine Fähigkeiten als Trainer mit Sicherheit verbessern. Jawohl. Vielleicht ein andern Mal. Hier noch irgendwas? Mysteriöses versteckt oder so? Scheinbar nicht. Du da. Wie viele alte Menschen hier wohnen. Man hört, ihr beiden hattet ein ziemlich großes Abenteuer. Ist sowas auch ganz sicher in Ordnung? Also wirklich, diesen Alter noch gegen einen so Kerl anzutreten, daran erkennt man einen legendären Trainer. Ja, und dann auch noch so hart verlieren. Das ist noch viel legendärer. Oh Gott, es ist so winzig. Es ist so winzig. Oh. Ja, das haben wir ja schon herausgefunden. Allerdings reicht es offensichtlich auch, wenn wir mit ihnen rumrennen. Denn wenn man sieht, Vati und Lubeluf, die beiden sind ja relativ schnell befreit worden. Obwohl wir mit ihnen so gut wie gar nicht gekämpft haben. Ne? Aha, guck mal. Dip, dip, dim. In so einer Stadt zu leben muss echt schön sein. Ob die hier Internet haben? Na, muss doch nicht ganz so schön sein. Nein, ein Seidenschal. Benutzt irgendjemand von uns Normalattacken? Ja, Nachtara. Ich gebe es mal Nachtara einfach. Schadet ja nicht. Nachtara benutzt ja manchmal noch Geheimpower. Eher selten, aber naja. Irgendwann kommt vielleicht mal der Zeitpunkt, an dem es sinnvoll ist. Vielleicht. Man kann es nicht so genau wissen. So, hier ist auch nichts. Hier müsste der Ausgang sein, nicht wahr? Ja, das ist definitiv der Ausgang. Dann gehen wir einmal hier lang. Über die wunderschöne Brücke. Ach Leute, so ein idyllisches Städtchen. Was, der legendäre Trainer Sofas im Kampf gegen einen üblen Gangster? Ah, das hätte ich gerne gesehen. Seine Pokémon sind bestimmt stark. Das war bestimmt ein toller Kampf. Nein, das war ein Facepalm-Kampf. Wie gesagt, stimmt's? Gag. Ich wollte den Typen ansprechen, nicht das Gag-Abor. Fitness-Test bestanden. Heute ist bei Gag-Abor wieder in Bestform. Man sieht es ihm zwar nicht an, aber dieses Gag-Abor ist älter als ich selbst. Oha, und hat sich immer noch nicht entwickelt. Das arme Gag-Abor durfte nie erwachsen werden. Oder hat nie einfach genug gekämpft. Das kann ja ebenso sein, ne? Und sind wir gleich schon überall gewesen, tatsächlich. Gehen wir mal zuerst hier lang und sprechen mit der Dame und ihrem Loturzel. Loturzel, habe ich jetzt echt schon mehr als genug gesehen. Habt ihr es auch schon gehört? Wirklich eine erstaunliche Geschichte. Sofus und sein Pikachu haben ein paar üble Typen vertrieben. Naja. Naja. Lassen wir es einfach mal so stehen, um die Ehre des alten Mannes zu retten, damit sie ihr Idol wahren können. Magna, Angemon, hier meine ich. Gibt es überhaupt junge Menschen? Ja, doch, die da mit dem Loturzel. Tatsächlich, aber... Sie scheinen an einer Hand abzählbar zu sein. Denn hier ist auch wieder ein etwas älterer. Seht ihr, mein Schwabini bringt mir jeden Tag von irgendwo eine neue Beere. Eine davon werde ich euch wohl geben. Ey, wie nett der ist. Bini, Schwabini. Schwalbini, sei doch bitte nicht so böse auf uns. Was, Schwalbini ist gar nicht böse auf uns? Ach, das wusste ich doch. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, der Name ist Bewerter. Das ist bestimmt die Pension hier, kann das sein? Nein, du darfst keinen meiner Spitznamen bewerten, weil ich keine habe. Nee, danke. Nee, musst du nicht. Aber nett, dass du fragst.
Ich habe sofort noch nie so schnell rennen sehen. Möglicherweise war er sogar schneller als ich. Das kann gut sein. Wie komme ich nach da hinten eigentlich? Kann ich hinter das Haus? Aha, würde ich doch sagen hier. Da muss ich doch irgendwie runterkommen. Bam, 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 den EP-Teiler. Oh. Oh, ho, ho, ho. Jetzt kommen wir hier aber die ganz krassen Eisen. Wobei der EP-Teiler hier noch der... Also hier ist es wirklich noch ein EP-Teiler und kein OP-Teiler. Wie es in späteren Spielen, sechste Generation der Fall war. Und, Cosma, schön, dass Sie hier seid. Endlich habe ich die Steintafel gefunden. Und ich würde sagen, mit diesem Stichwort beenden wir den heutigen Part und schauen mal im nächsten Mal, was diese Steintafel denn besagt. Das war Pokémon Kolosseum für heute. Bis dahin, Leute. Ciao.